Moin! Morgen! Es geht los. Wir gehen jetzt Richtung Tilicho Lake zum Basecamp. Haben gerade unser Permit abgegeben. Vorgezeigt. Es ist verdammt kalt und. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es soll heute laut Wettervorhersage soll's schneien. Ja. Ist natürlich nicht so schön. Ja. Deshalb los sind geht's. Wir jetzt schon eine Stunde früher unterwegs als sonst. Halb sieben haben wir's. Mal Viertel vor sieben. Ja. Ja, los. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. So, den ersten kleinen Anstieg haben wir hinter uns. Jetzt geht's weiter. Aber Jacke wurde auch schon ausgezogen, weil es schon wieder zu warm wird. Ja. Die Vegetation ist jetzt auch echt anders. Also es wächst kaum noch was. Ja. Und wir folgen jetzt blau-weißen Markierungen, weil das ein Nebentrack ist. Ja. Ist auch das ist ein bisschen schade. Man läuft zum See hin und da muss man quasi fast wieder ganz bis Manang zurück. Das heißt, wir sehen auf dem Rückweg sehen wir genau das gleiche. Die Alternative wäre, dass man hinterm See weiterläuft, aber dann überspringt man quasi den Pass und das ist ja jetzt auch nicht unsere Absicht, den wollen wir schon ganz gerne machen. Ja. Ja. Das sind jetzt so 3 Tage oder 4 Tage, die man extra dafür einplanen muss. Zeit haben wir. Ja. Machen wir. Die erste Etappe heute ist geschafft. Wir sind in Kangsa. Jetzt eine kleine Pause hier gemacht. Und dann geht's weiter. Das nächste Dorf kommt in einer Stunde, angeblich. Ja. Wir sind auch eigentlich ganz gut in der Zeit. Also das hätte jetzt 2 Stunden dauern sollen. Wir haben jetzt so ungefähr 1:45 oder so gebracht. Von da aus dann nochmal 2:15 bis zum Basecamp. Und da schlafen wir heute. Aber es geht noch ordentlich hoch. Ja. Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never be alone. Das hier sind übrigens Gebetsflaggen. Und zwar stehen hier auf den einzelnen Flaggen stehen hier Gebete drauf. Und die wehen dann so im Wind, das heißt, dass die Gebete kommen dann durch den Wind in den Himmel. Und die sind hier in Nepal ganz, ganz häufig zu sehen. So, wir sind jetzt in Srikaka und eigentlich wollten wir Mittag machen, aber wir haben noch gar keinen Hunger. Es ist auch erst kurz nach 10 und jetzt gehen wir weiter zum Basecamp einfach. Noch 2,5 Stunden, ne? Ja. Jo, dann gibt es da halt das ganze Essen. So steil geht das jetzt hier die ganze Zeit erstmal hoch bis da oben hin. Da hinten kommt gleich so eine Landslide Area. Da geht's dann, da können dann Steine von oben runterfallen. Und wir müssen dann da durchgehen. Müssen wir mal aufpassen. Aber wir kriegen das hin, oder? Ja. Das Problem ist nicht, dass du Steine runterfallen kannst, sondern auch, dass es links halt richtig runtergeht. Wir haben es geschafft. Aber das war schon nicht ohne, also da muss man verdammt aufpassen. Das kann halt auch wirklich schief gehen. Wir haben es geschafft! Endlich! Es war eine ganz schön lange Etappe. Hoch und runter. Hier gibt es genau 2 Unterkünfte. Die eine kostet was, die andere nicht. Ratet, wo wir sind. Richtig! Nee, ich glaube, dahinter ist sogar noch eine. Also es gibt, glaube ich, 3. Okay. Ja. Jetzt essen wir erstmal. Ja, Mittag. 1 Uhr haben wir. Ja, haben wir alles recht zügig gemacht.
Morgen! Es geht zum Chilicho Lake. Ja. Ja. Es ist kalt. 7 ungefähr. Ja. Das sind jetzt heute 700, 800 Höhenmeter auf 4900 Meter. Für einen zugefrorenen See. Ja, wir haben schon andere Leute gefragt, die da waren, die uns gestern entgegengekommen sind und die haben gesagt, es ist zugefroren. Yeah. Aber die Aussicht ist schon auch ganz cool. Ja, gehen wir jetzt gleich mal los. Heute ist übrigens mein Glückstag. Ich kann nämlich ohne Gepäck gehen. Wir haben nur ganz wenig dabei und Daniel hat sich bereit erklärt, mein Wasser und meine Snickers zu tragen. Ja. Ja. Daumen hoch für Daniel! Die Aussicht ist einfach der Wahnsinn. Aber es ist super anstrengend. Aber weiter geht's. Wir laufen zuerst mal auf Schnee. Geschafft. Ja. Ist angekommen. Die Landschaft ist einfach so schön hier. Der See ist leider zugefroren, aber die Umgebung macht's wett. Ja, nicht so schön. Ja. Und wir haben gerade eine Lawine da runterkommen sehen. Das war echt beeindruckend. So 2 Minuten, nachdem wir hier angekommen sind. Ja, just in time. Wir sind jetzt hier auf 4.900 irgendwas. Ich sag einfach mal 919, sonst blenden wir es ein. Ja. Ist der welthöchstgelegene Süßwassersee. Genau. Wie gesagt, leider zugefroren. Und ansonsten hat er so eine schöne türkise Farbe. Wir chillen jetzt hier noch ein bisschen, genießen die Ruhe. Und dann geht's gleich zurück. Genau. Gott sei Dank nur bergab. Wir gehen heute auch nur noch bis ins Basecamp zurück, also wo wir jetzt die letzte Nacht auch geschlafen haben. Schlafen dann noch mal eine Nacht, haben auch unsere Sachen da lassen können dann eben. Ja. Und morgen geht's dann weiter. Zurück auf die Strecke, wo der Annapurna Circuit ist. Das hier ist ja nur ein Nebentrack. Dann geht's zum Pass hoch. Genau. Dann geht's dann nochmal 500 Meter höher. Als jetzt hier. Ja, ja, Dan hatte sogar recht. Wo steht's? 4.919 Meter. Spaß. Hier sind wir hochgekommen heute Morgen. Und jetzt gehen wir da wieder runter. Wir haben es geschafft, wir sind wieder in der Unterkunft. Yes! Und jetzt haben wir erstmal wieder einen halben Tag nichts tun vor uns, bevor es dann morgen weitergeht. Ja, morgen gehen wir wieder zurück. Die Lenzzeit ist entlang. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt da hoch. Ja, aber nicht unbedingt wegen des Sees wegens, sondern halt wegen der wunderbaren Aussicht einfach auf die ganzen umliegenden Berge. Das da kommt man sich wirklich vor wie im Himalaya, wie man es sich vorgestellt hat. Genau, da fühlt man das erstmal so richtig. Ja, das war jetzt schon ein Highlight.
Aber es ist nicht unanstrengend. Viele sagen auch, dass das noch anstrengender ist als der Pass. Das können wir jetzt natürlich noch nicht bewerten. Aber wir werden es euch sagen, wenn wir es nicht vergessen. Genau. Also es lohnt sich auf jeden Fall, aber es ist anstrengend. Ja, da ist das Video auch jetzt vorbei. Und dann geht's mit morgen weiter im nächsten Video. Also ciao. Bis dahin, tschüss.